Ihr wisst nicht, wie ihr günstig an eine Windows 10 Version herankommt und erst recht nicht, wie man Windows 10 eigentlich installiert? Na, dann bleibt einfach mal dran! Hallo und willkommen zu einem neuen Tipps-Video! Jetzt mal eine Frage an euch. Wer von euch nutzt alles Windows 10? Ja, okay, fast alle. Und wer von euch nutzt eine legale Windows 10 Version? Ja, seht ihr, das sind nämlich nicht mehr alle. Seien wir mal ehrlich, das liegt halt daran, dass die offizielle Windows 10 Version ganz schön teuer ist und das Update von Windows 7 und 8 ja nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Wer jedoch trotzdem auf Windows 10 umsteigen möchte, der muss jetzt nicht zwangsläufig mit astronomisch hohen Kosten rechnen. Vorausgesetzt, ihr gebt euch mit einer sogenannten OEM-Version zufrieden. Das sind nämlich Versionen, die an sich jetzt nur für sogenannte OEMs, also für Erstausrüster gedacht sind. Also diejenigen, die halt PCs zusammenbauen und verkaufen. Und diese Versionen haben jedoch nur einen einzigen Nachteil, der für die meisten jetzt aber relativ wenig relevant ist. Denn es gibt ganz einfach keinen Support. Und ich persönlich habe noch nie den Support auch nur ein bisschen vermisst. Und so ist die teure Ladenversion für mich zum Beispiel rausgeschmissenes Geld. Weiterhin habe ich in vielen Videos ja immer wieder auf günstige Windows-Versionen hingewiesen, da ich diese ja in meinen PC-Builds halt meistens nicht mit einrechne. Und nun kommt natürlich jetzt die Frage auf, wie komme ich denn an eine solche OEM-Version eigentlich ran? Und genau das zeige ich euch anhand meines Sponsors VIPSCDKey.com. Daher ist das Video natürlich auch offiziell als Werbung gekennzeichnet. So, und ich habe euch jetzt einfach mal auf meinen Desktop gezogen und ich hoffe natürlich, dass ihr heil angekommen seid. Zuallererst geht ihr auf die Seite VIPSCDKey.com und klickt oben rechts auf Deutsch, wenn ihr natürlich auch wollt, dass alle Preise in Euro angezeigt werden. Im Suchfeld gebt ihr dann die gewünschte Windows-Version ein, in meinem Fall dann natürlich Windows 10 Pro. Achtung, jetzt natürlich nicht Return drücken, die Auswahl findet nämlich direkt live in der Suche statt. Nun könnt ihr zwischen der Retail-Version inklusive Support für aktuell 46,72 Euro wählen oder halt der deutlich günstigeren OEM-Version, die zum Zeitpunkt dieses Videos nur schlanke 16,58 Euro kostet. Und der Preis kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, wenn ihr das Video jetzt zum Beispiel ein bisschen später guckt. Und natürlich nehme ich jetzt diese OEM-Version. Und wie ihr seht, ist eine kleine Hilfe bezüglich der Aktivierung auch noch hinterlegt. Wie man jedoch an die reine Software kommt, wird leider nicht gesagt. Trotzdem dürfte zumindest bei der Key-Eingabe jetzt nichts schief gehen. Ja, nun ab mit Windows 10 in den Warenkorb, falls ihr noch weiter einkaufen wollt. Denn in Windows gibt es hier natürlich noch allerhand weitere Keys und Software zu kaufen. Falls nicht, klickt ihr jetzt einfach direkt auf Kaufen. Und falls ihr noch keinen VIPSCDKey-Account habt, müsst ihr diesen jetzt natürlich noch anlegen. Aber keine Sorge, das dauert wirklich nur wenige Sekunden. E-Mail-Adresse und Passwort eingeben und fertig. Später müsst ihr dann allerdings noch eure E-Mail-Adresse verifizieren, aber auch das geht natürlich ratzfatz. Und da mir vollkommen bewusst ist, dass vielen selbst dieser günstige Preis noch zu hoch ist, habe ich übrigens noch Erbarmen mit euch. Zum Zeitpunkt des Releases dieses Videos gibt es nämlich noch unglaubliche 30% Rabatt bei Nutzung des Codes SKDM, womit Windows 10 Pro dann nur noch läppische 11,61 Euro kostet. Und der Code ist ausschließlich für die Windows 10 Pro OEM-Version gültig. Und wem das noch zu teuer ist, ja, der bekommt von mir einfach persönlich den Geiz-Pokal des Jahres überreicht. Ja, und nun kommt das Prozedere, das ich noch gar nicht mehr erklären muss, oder? Da jeder von euch doch sicherlich schon mal online bestellt hat, oder nicht? Okay, einer fällt immer aus dem Rahmen und offensichtlich noch nie was online bestellt. Oder willst du mich vielleicht herausfordern oder so? Keine Ahnung. Okay, dann nochmal extra für dich. Nachdem du jetzt auf Weiter geklickt hast, geht es jetzt zu den Zahlungsmöglichkeiten. Und hier ist eigentlich alles dabei, was der geneigte Monty-Zuseher im Portfolio hat. PayPal, Kreditkarte, Überweisung und die beliebte PaySafe-Card. Ja, das sind wohl die günstigsten Bezahlmöglichkeiten. Achtet jetzt aber unbedingt auf die Zusatzgebühren, die bei so kleinen Kaufbeträgen zwar schon fast unerheblich sind, aber bei größeren Beträgen auch mal ganz gut schmerzen können. Am günstigsten kommt ihr auf jeden Fall mit PayPal und PaySafe davon. Und nachdem das erledigt ist, tja, das war es nämlich schon. Nun dauert es gegebenenfalls noch ein wenig, aber nach kurzer Zeit steht der Windows Key euch dann auf der nächsten Seite schon zur Verfügung. Und schneller geht das Ganze kaum. Ach, ich hab's gehabt, das reicht euch immer noch nicht. Jetzt muss ich euch wirklich nur erklären, wie ihr an die eigentliche Windows-Software kommt. Okay, da ich in ein paar Monaten Geburtstag habe, will ich jetzt mal nicht so sein. Hierzu nutzt ihr am besten die Google- oder Bing-Suche und gebt Windows 10 Download ein. Und in der Regel ist der erste Treffer, der keine Anzeige ist, auch schon der richtige. Windows 10 Datenträgerabbild. Und nun seid ihr jetzt nicht dazu eingeladen, hier einfach mal drauf zu klicken. Und auf der darauffolgenden Seite klickt ihr nun auf Tool jetzt herunterladen. Und nein, hiermit ladet ihr noch kein Windows herunter. Denn einen direkten Download-Link für Windows gibt es nicht von Microsoft. Über diesen Link bekommt ihr dann das sogenannte Media Creation Tool. Und dieses Tool startet ihr jetzt einfach und wählt dann Installationsmedien aus. In der Regel ist das natürlich ein USB-Stick, der mindestens 4 GB groß sein sollte. Und das Tool nehmt euch wirklich jegliche Arbeit ab, steckt euren Stick einfach in den USB-Port und fertig.
Und nun wählt halt direkt den Stick aus. Nun wird der Stick nach dem Download automatisch vorbereitet. Und nachdem das erledigt ist, schaltet ihr den PC ein, auf dem ihr euer neu erworbenes und noch warmes Windows installieren wollt und aktiviert das UEFI. Und das geht auch relativ einfach. In der Regel müsst ihr vor dem Booten einfach auf die F12-Taste drücken und kommt dann direkt ins Bootmenü. Dort wählt ihr dann das USB-Laufwerk aus und ja, los geht's schon. Und während der Installation werdet ihr dann nach dem Key gefragt, den ihr dort natürlich auch eingeben könnt bzw. sollt. Keine Sorge, falls der Key gerade nicht zur Hand ist, dies kann auch noch später erledigt werden. Dies könnt ihr dann im Windows-Informationsbildschirm oder halt in den Settings erledigen. Und das war's schon. Den Rest müsst ihr dann natürlich jetzt schon selbst erledigen. Ich bin halt nur der Überbringer der guten Nachricht, dass man einen Windows 10 Key ziemlich günstig erwerben kann, wenn man weiß wo. Und da ich mit VIP-SCD-Key bisher ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe, kann ich diese Seite natürlich auch ausdrücklich empfehlen. Denn auch wenn dieses Video durch vipscdkey.com unterstützt wurde, werde ich natürlich nichts weiter empfehlen, das ich nicht selbst auch nutze bzw. nutzen würde. Darauf habt ihr auf jeden Fall mein Wort. Und ich hoffe natürlich, dass ich daraufhin jetzt auch euren Daumen und euer Abo habe, wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen und sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.